Stell dir vor, du machst eine Zeitreise in die Zukunft. Da triffst du dein zukünftiges Selbst, das etwa 10 Jahre älter ist. Ihr lernt euch kennen und tauscht euch aus. Wie nimmst du dich in der Zukunft wahr? Wo befindest du dich? Wie lebst du? Welche Werte sind dir wichtig? Was berührt dein Herz? Was bringst du in die Welt? Welche Sinne sind involviert? Was nimmst du wahr? Vielleicht gibt es Geräusche. Vielleicht siehst du etwas. Vielleicht riechst du etwas. Vielleicht schmeckst du etwas. Vielleicht spürst du etwas. Du fragst dein zukünftiges Selbst, wie sich dieser Weg dorthin gestaltet. Und du erhältst 3 wichtige Informationen. Du bedankst dich. Vielleicht mögt ihr euch zum Abschied umarmen. Bevor du dich auf die Zeitreise zurück zu deinem Heute machst, überreicht dir dein zukünftiges Selbst ein Geschenk. Etwas, das dich immer an diesen Moment erinnert. Etwas, das dich immer auf diesem Weg begleitet. Etwas, das dich in Liebe mit deinem zukünftigen Selbst verbindet. Du öffnest es. Was ist es? Welche Bedeutung hat das für dich? Wie macht sich das für dich bemerkbar? Dann machst du dich auf den Heimweg mit der Wahrnehmung aller deiner Sinne und Empfindungen und dem Wissen tief verwurzelt, dass du schon jetzt alles in dir hast, um diesen Weg zu gehen und dieses zukünftige Selbst zu sein. Lass dir Zeit, wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Vielleicht magst du etwas notieren oder zeichnen. Vielleicht magst du dich die nächsten Wochen
jeden Tag mit diesem Bild und den Wahrnehmungen an dein zukünftiges Selbst verbinden. Und dabei deine Hände auf deinen Herzraum legen oder die EFT-Punkte klopfen oder einfach nur den Gamut-Punkt halten. Wenn du möchtest, begleite ich dich mit meinem Hemory-Coaching gerne auf Reisen zu deinem zukünftigen wie auch zu deinem jüngeren Selbst. Alles Liebe und herzliche Grüße.